Ich bin jetzt 8 Jahre alt und es passiert eine Menge um mich herum. Mir ist aufgefallen, dass wir uns ständig fragen, wie es uns geht. Meine Eltern, meine Freunde. Warum rufen wir nicht einmal unsere Erde an? Und fragen sie, wie es ihr geht. Aber ich glaube, wenn sie dann rangeht, hat sie uns nichts Gutes zu sagen. Denn die Welt ist im Wandel. Wir Menschen haben uns überall verbreitet, haben riesige Städte gebaut. Wir scheinen nie zu schlafen. Und selbst in der Nacht, wenn die Erde schlafen geht, sind wir noch da. Und halten sie mit unseren Lichtern wach. Sie ist total kaputt. Müde. Das Leben auf der Erde. Die Tiere. Auch sie leiden. Ich mache mir große Sorgen. Als ich noch kleiner war, da kamen schon viele schlechte Nachrichten im Fernsehen. Krieg und so. Und ich verstehe vieles nicht. Hier ist so viel Bewegung. Und die Natur scheint mehr und mehr zu verschwinden. Wir haben große Städte und Fabriken gebaut, damit wir alles haben, was wir brauchen. Doch ich glaube, dass wir nie genug haben können. Nachts leuchtet alles und ich spüre, dass wir der Erde viel zu viel Energie nehmen. Von unserem Müll hinterlassen. Und der Dreck und die Abgase hinterlassen ihre Spuren. Die Luft wird verschmutzt durch die schwarzen Rauchwolken unserer Fabriken. Und wenn es regnet, kommen all die giftigen Stoffe zurück. Wir haben die Erde krank gemacht und es wird immer mehr. Nie stehen wir still. Alles bewegt sich. Tiere sterben, weil wir ihren Lebensraum genommen haben, verschmutzt haben. Und das Wetter verändert sich. Bei uns regnet es jetzt viel. Es gibt an vielen Orten richtige Wirbelstürme. Oder es regnet gar nicht mehr. Und es ist ganz trocken. So trocken, dass ganze Wälder in Flammen aufgehen. Und es gibt immer mehr Menschen, die ganz reich sind. Und dann gibt es Streit. Weil jeder noch mehr will, nie genug bekommen kann. Und wir hören uns nicht mehr zu. Und dann gibt es Krieg. Und die armen Menschen sind dann oft noch ärmer. Viele haben nichts zu essen, kein Zuhause, müssen fliehen. Meine Eltern reden oft darüber. Es klingt furchtbar, hoffnungslos. Aber wir müssen es doch irgendwie schaffen. Oft klingt es gar nicht so. Aber wir Menschen haben so viel Gutes. Wir müssen uns nur darauf konzentrieren. Ich hab Mama und Papa. Frieden. Freiheit. Und wir entdecken zusammen die Wunder dieser Welt. Meine Freunde, wir spielen, lachen und helfen und trösten uns. Sind füreinander da. Wir verlieben uns auch. Vielleicht müssen wir uns von dem Schlechten trennen.
und an das Gute erinnern. Daran, wie schön die Natur ist. Wie unglaublich groß und wichtig sie für uns ist. Wir müssen verstehen, wie kompliziert sie ist. Dass wir sie brauchen. Dass alle Lebewesen zählen und einzigartig sind. In der Schule können wir beobachten, dass alles aus der Natur unterschiedlich, vielfältig ist. Und dass das Leben überall zu sehen ist. Und dass wir auf es aufpassen, es schützen sollten. Wir können von der Natur lernen. Sie hat viele Kräfte. Wir können von ihr lernen. Wir sind ja auch ein Teil von ihr. Sie beschützt uns. Ich kann lernen, mich selbst zu verstehen. Was ich mit der Erde gemeinsam habe. Mit Tieren in Kontakt treten, sie beobachten. Und etwas Neues erschaffen. Mit meinen Kräften. Und wie der Hirte auf seine Schafe aufpasst, kann auch ich auf unsere Erde aufpassen. Ich kann mich mit Themen des Klimawandels beschäftigen, dazulernen. Wir können zusammen gegen das Schlechte ankämpfen und versuchen, andere davon zu überzeugen. Nicht das zu zerstören, was sie selbst zum Leben brauchen. Ein Mensch allein kann viel verändern. Aus einem winzigen Pflänzchen kann ein ganzer Wald entstehen. Und die kleinsten Ideen Großes bewirken. Wir können unsere Schule grün machen und vielleicht irgendwann die Natur in unsere Städte zurückbringen. Zusammen schaffen wir es. Aber ich glaube, ich fange schon mal alleine an.